Okay, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister im Islam, wir sind heute beim Thema At-Tauba, die Reue. Wir haben einige Male darüber gesprochen und heute inshallah machen wir weiter mit dieser Reihe. Wir erwähnen aus dem Buch Riyad al-Salihin von Imam Nawawi rahimahullah. Es ist ein gewaltiges Buch, ein Buch, wo sehr, sehr viele schöne Dinge vorhanden sind, vor allen Dingen die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Hadith und Nabi sallallahu alaihi wasallam. Und er hat dieses Buch in Kapitel aufgeteilt. Das Kapitel die Absicht, das Kapitel die Tauba, die Reue, das Kapitel die Wahrhaftigkeit und so weiter. Heute sind wir immer noch beim Kapitel die Tauba, die Reue. Und dazu werden wir inshallah eine Geschichte erwähnen. Keine Märchengeschichte, Harry Potter oder so, sondern eine wahre Geschichte, eine wahre Begebenheit von einem Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und die Sahaba, die Geschichten von den Sahaba sind Ermahnungen, sind Wissensvorträge, also man bekommt aus dem Leben und aus den Geschichten der Sahaba bekommt man Vorteile und vor allen Dingen Wissen. Das Wissen, was dort vorhanden ist, findet man vielleicht bei keiner anderen Geschichte. Deswegen, die Geschichten der Sahaba sind speziell, die sind besonders. Und es wird gesagt, dass Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, einer der großen Imame des Islam, wenn er Trauer hatte oder wenn ihm langweilig gewesen ist sozusagen, also wenn er Trauer hatte oder wenn er sich einsam gefühlt hat, dann hat er die Geschichten der Sahaba gelesen. Rahimahullah. Ja, man hat ihn gefragt, wo bist du, wohin gehst du? Er sagte, ich habe die Gesellschaft der Sahaba bei mir. Fragt man sich, wie? Sind die bei dir? Sagt, nein, ich lese die Geschichten der Sahaba. Deswegen bin ich bei ihnen und sie bei mir. Deswegen, die Geschichten der Sahaba sind große und gewaltige Geschichten, in denen Ermahnung ist, in denen Wissen ist. Und diese Geschichte heute handelt von keinem anderen außer Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Ein gewaltiger Sahabi. Und in dieser Hadith, er ist bei Bukhari Muslim überliefert. Und das Schöne an diesem Hadith ist, dass er von sich selber berichtet und natürlich von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berichtet. Deswegen inshallah gut zuhören, weil ich möchte, dass ihr inshallah auch mit diesem Sahabi lebt. Ja? Also ich werde ihn inshallah zitieren und er spricht von sich selber und ich möchte, dass wir das hören und dass wir mit ihm leben, als ob wir bei ihm sind. Okay? Er sagt, ich war an keinem Kriegszug ferngeblieben, den Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam unternahm, außer demjenigen von Tabuk. Er sagt, er hat mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Schlachten erlebt. Und er hat mit dem Propheten und den Gefährten gekämpft. Außer in einer Schlacht, und das war die Schlacht von Tabuk. Und um diese Schlacht geht es sich hier in dieser Geschichte. Er war natürlich auch nicht in der Ghazwa, also in der Schlacht von Badr, die erste Schlacht der Muslime. Aber in dieser Schlacht war es anders, weil da in dieser Schlacht war es nicht verpflichtend für die Muslime, ja, zu kämpfen, sondern es war ihnen offengelegt. Man konnte sich entscheiden dafür. Aber auf jeden Fall, danach war es auf jeden Fall Pflicht. Jeder musste dort teilnehmen. Derjenige, der nicht teilgenommen hat und er hatte keine vernünftige Entschuldigung dafür,
er hat gesündigt. Hamakallah. Derjenige, der nicht mit dem Propheten hinausgezogen ist und keine vernünftige Entschuldigung hatte, er gehörte zu den Sündigern. Und er hat eine Großsünde begangen. Also das heißt, wir wissen, dieser Sahabi hat eine Sünde begangen. Eine Großsünde begangen, radiallahu anhu. Das kommt inshallah, gleich hören wir genau, was passiert ist. Er sagt, zu berichten über mich wäre, dass ich niemals so kräftig und wohlhabend war, wie jenes Mal, als ich jenem Kriegszug fern und daheim blieb. Also der Kriegszug von Tabuk. Er ist fern geblieben, daheim geblieben und in dieser Zeit ging es ihm am besten. Das heißt, dieser Wohlstand, den er hatte damals, war ein Grund dafür, warum er nicht hinausgezogen ist. Er sagt weiter, doch für diesen Kriegszug, den er Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, während einer Hitzewelle mit einer weiten Reise durch eine wasserlose Wüste und gegen einen zahlreichen Feind unternahm, deckte er den Muslimen die Sache auf. Also es war Regel bei dem Propheten, sallallahu alaihi wasallam, dass er, wenn er zur Schlacht gezogen ist, dass er keinem davon erzählt hat, bis auf ein, zwei Tage davor. Damit er natürlich, ja, Taktik und so weiter, Strategie, Kriegsstrategie und so weiter. Aber hier in dieser Schlacht hat er das von vornherein gesagt. Er hat gesagt, wir werden hinausziehen und so weiter, aber hört zu, während einer Hitzewelle, mit einer weiten Reise, durch eine wasserlose Wüste und gegen einen zahlreichen Feind. Und auf der anderen Seite haben wir den Wohlstand und dass es ihm gut ging und so weiter. Er sagt weiter, Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam, unternahm diesen Kriegszug gerade zu einer Zeit, als die Früchte reif und der Schatten angenehm waren, wozu ich mochte. Also das heißt, die Ernte war da, die Tijara war da, alles war da, das Wohlhaben war da, ja, der Wohlstand war in diesem Moment vorhanden. Genau in diesem Moment soll man jetzt rausgehen und man soll jetzt hinausziehen und die Hitzewelle, wie wir gehört haben, ja, ist Hitzewelle, eine weite Reise, ein zahlloser Feind. Was ist passiert? Er sagt weiter, dass er, radiallahu anhu, dadurch, also er hat dann versucht, also der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, ist hinausgezogen. Und er hat gesagt, ich ziehe auch hinaus. Aber was hat er gemacht? Er hat das immer hinausgezögert. Ja, morgen mache ich das. Und das ging dann mehrere Tage. Immer hat er gesagt, morgen ziehe ich hinaus. Morgen ziehe ich hinaus. Morgen mache ich dies, morgen mache ich jenes. Genauso wie wir heute. Wenn es um die Pflichten geht im Islam, ach, kann ich morgen machen. Ja, mache ich morgen. Mache ich, ach, ja, heute habe ich nicht geschafft. Möge Allah mir vergeben. Nächste Woche mache ich es. Diese Woche habe ich es nicht geschafft. Nächsten Monat mache ich es. Aber wenn es um die Dunya geht, sind wir schneller. Sind wir eifriger. Da gibt es nicht, ja, nächste Woche, nein, sonst, ja, sonst ist das Angebot nicht mehr da, sonst ist der Rabatt vorbei und so weiter. Genauso ist dies der Fall von den meisten Menschen, außer denen, denen Allah subhanahu wa ta'ala Barmherzigkeit schenkt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten. Wenn die Dunya ruft, sind wir alle an erster Stelle. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala ruft, dann können wir immer die Dinge vorausschieben. Das ist kein Problem. Komm, morgen können wir machen, nächste Woche. Genau wie unsere Sportsfreunde, die immer wieder sagen, ja, weißt du, ich bin jetzt gerade, trinke ich und rauche ich und ich bete nicht, aber wenn ich alt werde, so 70, 60, 65, dann mache ich die Hajj und dann, alhamdulillah, alles okay, kein Problem. Ja? Wenn ich alt werde, dann mache ich Hajj. Genau wie ein Bruder, habe ich einmal gesagt, Bruder, betest du? Sagt er, nein, aber meine Oma betet für mich. Sag ich, bete nicht. 5 Gebete am Tag. 5 Gebete? Sagt er, nein, Bruder, ich bete nicht, aber alhamdulillah, meine Oma betet mich. Genau wie ein anderer, war mit ihm am Reden und so, sagt er, mashallah, Bruder, du praktizierst jetzt und so, alhamdulillah. Sagt der Bruder, ich mache jeden Blödsinn, aber Jumu'ah bin ich an erster Reihe, in der ersten Reihe, Bruder. Jede Jumu'ah bin ich da. Ich bete nicht, nein, ich mache dies und Alkohol, Drogen, aber Bruder, Jumu'ah, alhamdulillah. Allahumma shukran Allah subhanahu alhamdulillah, da bin ich in der ersten Reihe. Ja, nee, was ich damit sagen will ist, bei uns ist das Problem, dass wir sehr leichtfertig mit der Religion umgehen.
Religion ist für uns so selbstverständlich. Ach, ich komme da. Paradies, Jannah, ja, ich komme da irgendwie da durch. Ja? Wie manche, es gibt manche, die sagen sogar, ja, dann ist das halt so. Ja, dann ist das halt so. Dann komme ich in Jahannam rein. Ja, und ja, der redet so, als ob der gerade, als ob der ein Problem im Finanzamt hat, ja. Der muss irgendeine Rechnung zahlen und so, ja, kein Problem auf Raten. 10 Euro im Monat, 20 Euro im Monat, ja, Raten zahlen, kein Problem. Achi, es geht hier um Jahannam. Wir haben es eben im Gebet gehört. Der Allah SWT sagt über Jahannam, in Surat al-Mulk, dass Jahannam schreit und heult. Ja, und Allah subhanahu wa ta'ala sagt über Jahannam, dass Jahannam aus Wut und Zorn gegenüber den Sündern fast, ja, auseinanderreißt. Subhanallah. Das ist kein einfaches Spiel. Es geht hier nicht falsch geparkt oder über Rot gefahren oder so, ja. Soll man nicht machen, ja? Nicht falsch verstehen. Aber es geht hier um Jahannam. Um die Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Er sagt weiter, also er ist nicht hinausgezogen. Er hat die Sünde begangen. Er hat eine Großsünde begangen. Und wie wir wissen, die Sahaba radiallahu anhum sind nicht fehlerfrei. As-Sahabatu ghayru ma'sumin. Sie sind nicht fehlerfrei, sondern sie sind Menschen, die Fehler gemacht haben. Nur sind sie die besten Menschen. Warum? Weil sie in der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam von ihm erzogen worden sind. Und nach seinem Ableben waren sie Mujtahidun. Das heißt, sie waren Leute, die Ijtihad machen durften. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ein Mujtahid, einer der Anstrengungen machen kann, also er kann ein islamisches Urteil also erlassen, ja, und so war das bei den Sahaba. Er sagt, bei diesen Leuten, bei den Sahaba ist das auch so, wenn sie ein Urteil machen und es ist richtig, dann bekommen sie zwei Belohnungen. Wenn sie aber falsch liegen, bekommen sie was? Eine Belohnung für die Anstrengung. Deswegen bei den Sahaba, wenn wir über die Sahaba reden, dass sie Fehler gemacht haben oder gesündigt haben, aufgepasst, nicht, dass jemand denkt, ah, okay, die sind wie wir oder so, nein. Er sagt weiter, als ich zu den Leuten auf die Straße hinaus und unter ihnen umherging, nachdem Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam weggegangen war, betrübte es mich, nur Leute zu sehen, die mir kein Vorbild waren. Die mir kein Vorbild waren, sondern entweder der Heuchelei verdächtig oder solche unter den Schwachen, die Allah entschuldigt hatte. Daraus ist zu nehmen, dass wenn du nicht die Religion praktizierst, wenn du die ganze Zeit in deinen Sünden stehen bleibst, du wirst nicht glücklich. Warum? Weil du wirst in der Shisha-Bar sitzen, in der Disco sitzen, im Jugendtreff sitzen, im Park sitzen und wen hast du um dich herum? Leute, die entweder genauso schlecht wie du sind oder die sogar schlechter als du sind. Oder sogar Heuchler, auch wenn er Ahmed heißt, Mustafa heißt, Serkan heißt, Fuad heißt, das heißt nichts. Es kann sein, dass er ein Heuchler ist. Ja, weil er sagt, ach, beten, was für beten, Bruder? Beten, beten, was soll ich beten? Guck mal, es gibt Leute, die beten, die machen so, die machen so. Es gibt Leute, die machen Hajj und da brauche ich nicht. Und diese Aussagen sagt nur ein Heuchler. Nur ein Heuchler spricht so. Ein Gläubiger, er sagt, ja Allah, rechtleite uns. Ja Allah, vergebe uns. Aber ein Heuchler sagt, ach, was will ich mit Gebet? Was will ich damit? Was will ich damit? Was will ich damit? Ja? So wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ. Wenn sie beten, sie beten, ja. Aber sie beten und dabei sind sie faul. Sie wollen gar nicht beten. Nur, damit die Leute sehen, aha, die beten. Ja? يُرَاءُونَ النَّاسِ. Sie machen, sie praktizieren vielleicht den Islam hier und da, nur damit die Leute sie sehen. Ja? وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Und sie erwähnen Allah, aber nur ganz wenig. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor der Heuchelei bewahren. Deswegen derjenige, der die ganze Zeit in der Sünde stehen bleibt, er wird nur noch umgeben sein von Leuten, die schwächer sind als er. Von Leuten, die Heuchelei mit sich tragen. Genauso war das bei ihm, radiallahu anhu. Er hat gesagt, ich bin zurückgeblieben, aber es betrübte mich zu sehen, dass um mich herum
nur Leute gewesen sind, die der Heuchelei verdächtig worden sind oder Leute, die entschuldigt waren. Frauen, Kinder, Alte, Kranke. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam dachte erst an mich, als er nach Tabuk gelangt war. Also der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist in Tabuk angelangt und hat dann direkt an Ka'b ibn Malik gedacht. Während er dort unter den Leuten saß, fragte er, was hat Ka'b ibn Malik gemacht? Jemand von Banu Salama antwortete, O Allahs Gesandter, ihn haben seine schönen Kleider und der selbstgefällige Blick auf seinen eigenen Körper zurückgehalten. Und das ist ein Fehler von uns, möge Allah uns recht leiten, dass wir sehr schnell urteilen über unsere Brüder. Bei uns ist das heute so, ein Bruder macht einen Berg von Hasanat, dann macht er eine Sünde, Khalas, wir machen mit dieser Sünde diesen ganzen Berg kaputt. Er hat ein Meer an guten Taten, da macht er ein, zwei, drei Fehler, Khalas, der Bruder ist unten durch. Genauso die Sahaba, sie haben auch Fehler gemacht. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie korrigiert, sallallahu alaihi wasallam. Weil sie waren Menschen, sie haben gelernt. Radiallahu anhum wa adahum. Aber was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass wir aus den Fehlern lernen. Und vor allen Dingen schauen, wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie erzogen. Er hat sie so sehr erzogen, sallallahu alaihi wasallam, dass Abu Darda zum Beispiel einmal saß mit seinen Gefährten. Und sie haben gesehen, wie einer sündigt. Das ist auch das Thema, Sünde und Reue. Reue und Sünde. Und haben sie angefangen, ihn zu beschimpfen. Die Gefährten des Sahabi Abu Darda. Wie das heute der Fall ist, wenn wir einen sehen, ah, hast du den gesehen, Bruder, der betet, hast du gehört, der betet nicht mehr, ne? Echt, boah, hast du gehört, der ist geschieden, ne, von seiner Frau, wirklich? Ja, ja, der ist geschieden und, ja, immer nur über die anderen reden, über die Sünden der anderen reden vor allen Dingen. Es gibt einen Unterschied zwischen einem, der über einen Bruder redet, der gesündigt hat. Weil wenn jemand in der Öffentlichkeit sündigt, dann redet man in der Regel darüber. Weil er hat sich selber entblößt. Aber, aufgepasst, es gibt einen Teil von Menschen, von Gläubigen, frommen Muslimen. Sie reden über diesen Bruder, ja. Sie reden über seine Sünde, ja. Aber sie reden aufgrund des Schmerzes, der in ihrem Herzen liegt. Sie sitzen, hast du gehört, der Bruder betet nicht mehr. Was? Wirklich? Ja, Bruder. Subhanallah. Was ist passiert, Achi? Ja, Bruder, ey, ist das passiert und das passiert und das passiert. Subhanallah. Gib mir seine Nummer. Lass mich ihn anrufen. Lass uns ihn besuchen. Lass uns gucken, was mit ihm los ist. Salamu alaikum. Hallo, salamu alaikum. Bruder, ich habe gehört, dir geht's nicht gut, wie läuft's mit dem Gebet? Bruder, ich bete nicht mehr, warum und so? Komm, wir laden dich ein, komm zu mir nach Hause, komm zu mir. So, das ist der gläubige, fromme Muslim. Aber andere, wa'iyadu billah, der betet nicht mehr. Echt, der betet nicht mehr, habe ich mir schon gedacht, dass der irgendwann mal aufhört mit Gebet. Wa'iyadu billah. Abu Darda, radiallahu anhu, hat zu ihm gesagt, beschimpft euren Bruder nicht. Sondern lobt Allah, dankt Allah, dass er euch beschützt hat. Dankt Allah subhanahu wa ta'ala, dass er euch bewahrt hat vor dieser Sünde. Weil wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht will, oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala will, dann werdet ihr die gleiche Sünde praktizieren oder sogar noch schlimmer. Da haben sie gesagt, ja, aber Darda, verabscheust du es nicht? Er sagte, doch, ich verabscheue die Sünde. Aber er, dieser Muslim, wenn er die Sünde unterlässt, dann ist er ein Muslim und damit mein Bruder. Allahu Akbar. Deswegen verabscheue er die Sünde, ja, aber nicht den Menschen. Nicht den Muslim, deinen Bruder. Weil dein Bruder, den Muslim, darfst du nicht verabscheuen. Darfst du nicht. Innamal mu'minuna ikhwa. Was heißt ikhwa? Was heißt die Gläubigen? Wahrlich, die Gläubigen sind Brüder. Das heißt, sie lieben sich. Und der Prophet sagte auch nicht umsonst, La tadkhulu jannata hatta tu'minu. Ihr werdet ins Paradies niemals eintreten, bis ihr einander liebt. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Und werdet niemals gläubig sein, bis ihr euch einander liebt. Deswegen die Liebe zu Allah, Hubbullah,
ist einer der Gründe, um ins Paradies einzutreten. Deswegen hier, sie haben gesagt, O Allahs Gesandter, O ja Rasulallah, ihn haben seine schönen Kleider und der selbstgefällige Blick auf seinen eigenen Körper zurückgehalten. Doch Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu sagte, schlimm ist, was du sagst. Das, was du sagst über deinen Bruder, über Ka'b ibn Malik, ist schlimm. Warum? Bei Allah sagt er, ja Rasulallah, wir wissen nur Gutes über ihn. Warum sprichst du so über ihn? Er hatte einen Fehler begangen, ja, aber hast du die ganzen guten Taten vergessen, die er getan hat? Hast du den Khair vergessen, das Gute vergessen, was er getan hat? Da schwieg Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah hat geschwiegen. Weil, warum hat er geschwiegen, wer weiß es? Ja. Weil er wartet, bis der Jibreel was ja, fragt. Mit dem Offenbarung. Er hat auf die Offenbarung gewartet, sallallahu alaihi wasallam. Und weil er bil Mu'minina Ra'uf und Rahim gewesen ist. Er war gegenüber den Gläubigen milde und barmherzig, sallallahu alaihi wasallam. Er hat nicht direkt geurteilt, sondern er war still. Er wollte wissen, warum hat Ka'b ibn Malik das getan? Weil er kennt ihn, er ist in Tabuk angekommen, sofort. Und ihr wisst ja, die Sahaba waren nicht zwei, drei Leute, es waren viele. Trotzdem hat er an ihn gedacht. Weil Rasulullah ist außerdem, vergiss nicht die guten Taten. Vergiss nicht den Khair, den die Menschen tun, wie wir das heute machen. Wir vergessen sehr schnell. Der Bruder macht und macht und macht und macht und dann ein Fehler, zwei Fehler und nicht mal Fehler. Vielleicht hat er eine andere Meinung, vielleicht hat er Missverständnis. Sofort zerstören wir alles. Aber Rasulullah ist außerdem nicht. Er hat gewartet und wollte sich vergewissern, was da los ist. Warum er das getan hat, also Ka'b ibn Malik radiallahu anhu. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zurück. Ka'b ibn Malik erzählt, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam auf dem Heimweg war, wurde ich voller Sorgen und fing an, ans Lügen zu denken. Er wollte dem Prophet sallallahu alaihi wasallam, also er hat darüber nachgedacht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam anzulügen, zu sagen, ja Rasulullah, ich bin nicht mitgekommen, weil dies oder das. Ich sagte mir, wie kann ich morgen seinen Zorn vermeiden? Weil sie haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam über alles geliebt. Deswegen haben sie alles daran gesetzt, ihn nicht zornig zu machen, sallallahu alaihi wasallam. Als die Nachricht eintraf, dass Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam bald ankommen würde, verwarf ich jede Lüge, da ich erkannte, dass es für mich mit Lügen keinen Ausweg geben könnte. Weswegen ich mich dafür entschloss, ihm die Wahrheit zu sagen. Er hat nachgedacht über die Lügen, aber er hat sich im Endeffekt gedacht, mit Lügen werde ich nicht weiterkommen. Weil Rasulullah s.a.w. ist in Kontakt mit Allah subhanahu wa ta'ala, direkt durch Jibril. Auch wenn ich etwas sagen will, Allah subhanahu wa ta'ala wird ihm die Wahrheit zeigen. Deswegen hat er gesagt, ich werde ihm die Wahrheit sagen. Dann kam Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam eines Morgens an. Er pflegte sallallahu alaihi wasallam, wenn er von einer Reise zurückkam, zunächst in die Moschee zu gehen, um dort ein Gebet von zwei Rak'at zu verrichten und hierauf für die Leute eine Weile sitzen zu bleiben. Das ist eine Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn man von einer Reise kommt. Ja, und die Moschee ist auf, dann kann man, bevor man nach Hause geht, erstmal in die Moschee hineingehen, dort zwei Gebetseinheiten beten und danach erst nach Hause. Als er dies tat, kamen zu ihm diejenigen, die daheim geblieben waren und fingen an, sich bei ihm zu entschuldigen und vor ihm zu schwören. Wer war es? Wer waren diese Leute? Das waren die Munafiqun, die Heuchler. Sie kamen zu ihm und geschworen, ja, Rasulullah, wallahi, wa billahi, wa tallahi, bei Allah, ich bin nicht gekommen, weil das Problem war und das Problem war und so und so und so und sie waren am Lügen und dabei am Schwören. Wie heute, ja, und das ist auch eine Art der Heuchelei, dass man lügt und dabei schwört. Wallahi, ich habe so gemacht, wallahi, und der ist aber dabei am Lügen. Es gibt noch eine Steigerung, und zwar schwören, dabei lügen und dann noch über eine Sünde reden.
Wallahi, ich habe ihn zusammengeschlagen. Wallahi, ich habe ihm 5 Kilo gegeben. Wallahi, ich habe ihm 5 Kilo verkauft. Wallahi, ich habe gedealt. Wallahi, ich habe so. Und er schwört, lügt dabei. Und er schwört auf was? Auf Sünden, wa'iyadu billah. Und oft ist das so bei Jugendlichen, möge Allah uns recht leiten, dieses Wallah, das so, ja, so wie Alter ist das geworden, so Alter. Ich war da Alter und ich habe so gemacht, Alter und so. Ja, bei manchen Jugendlichen ist das genauso. Wallah, ich war da und ich habe den geschlagen, Wallah, da kam die Polizei, Wallah, und ich habe Jack Dennis die Flasche über den Kopf geschlagen, Wallah, so, Wallah, so. Da, wenn ich nicht reinkomme, der Türsteher, Wallah, der so zu mir, ey, du kommst nicht rein, Wallah, so, Wallah, Wallah, Wallah. Ja? Bei uns in unserer Gegend, die sagen nicht Wallah, die sagen Wallah, Wallah. Ja, Wallah. Und sogar die Nicht-Muslime reden so. Ja, hab ich schon gehört. Sogar die Nicht-Muslime. Ja? Der Christian und der Tobias und der Pascal, ja? Die noch keine Muslime sind. Möge Allah hat er sie recht leiten. Dann siehst du den Christian, den Tobias sitzt da und Wallah, ich war gestern bei meiner Oma Elle und saßen da, ne, Wallah, und dann meinst du, die hier isst den Krautsalat oder hier raus, weißt du? So, nach dem Motto. Ja, dieses Wallah ist wie Luft geworden. Aber hier, es ist eine Eigenschaft der Heuchler, meine lieben Schwestern im Islam. Die Heuchler, warum sagen sie Wallah, Wallah, Wallah? Weil für sie ist dieses Allah, dieses Wort, hat für sie keinen Wert. Möge Allah subhanahu wa ta'ala recht leiten. Er sagte, dies waren etwas mehr als 80 Männer und Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam nahm sowohl ihre Entschuldigung als auch ihren Treueeid ein. Er nahm ihre Entschuldigung an und genauso ihren Treueeid. Also die haben geschworen, dass wir werden dich unterstützen, wir werden machen und wir werden dem Äußeren nach. Und bat Allah für sie um Vergebung, doch überließ er Allah ihre geheimsten Gedanken. So ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit den Heuchlern umgegangen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat die Heuchler nicht direkt als Kuffar bezeichnet, obwohl sie später auch, ne, das ist jetzt eine große, aber später haben sie auch Kuffertaten begangen, ja, und viele abscheuliche Dinge getan. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie nicht als Kuffar bezeichnet, weil sie geschworen haben, vor allen Dingen gesagt, nein und so, und das ist der Heuchler, der schlimmste Feind des Islam. Als ich nun zu ihm kam und ihn grüßte, lächelte er wie jemand, der verärgert ist. Sallallahu alaihi wasallam. Ihr müsst euch vorstellen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, barmherzigste Mensch. Aber natürlich ist er auch nur ein Mensch. Sallallahu alaihi wasallam. Und vor allen Dingen, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich niemals aufgeregt über seine Person. Wenn jemand über seine Person geredet hat, oder, war für ihn kein Problem. Aber wenn die Grenzen Allahs überschritten worden sind, dann wurde er sauer, sallallahu alaihi wasallam. Dann wurde er zornig. Und sagte hierauf, also er hat gelächelt, aber wie jemand, der verärgert ist, und er sagte hierauf zu mir, komm her zu mir. Er sagte zu Ka'b ibn Malik, komm her zu mir. Ich begab mich zu ihm mit langsamen Schritten und setzte mich vor ihm hin. Er sagte zu mir, was hielt dich zurück? Ani, wieso hast du diese Sünde begangen? Diese große Sünde, diese gewaltige Sünde. Und so ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Nicht wie wir heute direkt mit dem Stempel. Er hat gesagt, warum hast du dies getan? Vielleicht gibt es eine Entschuldigung, vielleicht gibt es ein Problem, vielleicht gibt es eine Lösung. Warum hast du dies getan? Was hielt dich zurück, sagte er. Hast du nicht bereits dein Reittier gekauft? Ich antwortete sicherlich. Ich schwöre bei Allah, dass ich, säße ich vor jemand anderem als dir von den Menschen dieser Welt, mich seinem Zorn durch irgendeine Entschuldigung entziehen könnte. Warum? Er sagt, auch bin ich jemand, dem Sprachgewandtheit gegeben worden ist. Warum sagt er das? Weil er konnte reden. Er war sprachgewandt. Er wusste, wie man sich entschuldigt. Aber er hat es nicht getan. Warum? Weil er war wahrhaftig in seiner Taube. Und darum geht es sich in dieser Geschichte. Dazu kommen wir auch gleich. Es geht sich um die Reue, aber um die wahrhaftige Reue, die nur für Allah gemacht wird. Aber bei Allah sagt er, ich weiß ja, dass, wenn ich dir irgendeine erlogene Geschichte erzählte, durch die du mit mir zufrieden wärst, es ganz gewiss nicht lange dauern würde,
bis Allah dich gegen mich zornig macht. Wenn, auch wenn ich lügen würde, Allah subhanahu wa ta'ala würde dir die Wahrheit zeigen und dann würdest du zornig sein. Wenn ich dir aber die Wahrheit berichte, die dich gegen mich aufbringt, so hoffe ich dabei auf Allahs Verzeihung. Nein, sagt er, bei Allah, ich hatte keine Entschuldigung. Also das heißt, er sagt, ja, ich habe diese Sünde begangen. Ja, er gesteht es. Er sagt, bei Allah, ich war niemals kräftiger und wohlhabender wie dieses Mal, als ich dir fern und daheim blieb. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, was diesen Mann angeht, so hat er die Wahrheit gesagt. Und dann sagt er zu ihm, so steh auf, gehe und warte, bis Allah über dich eine Entscheidung fällt. Einige Männer der Banu Salama standen auf, folgten mir und sagten zu mir, bei Allah, wir wissen, dass du dir niemals zuvor etwas hast zu Schulden kommen lassen. Du bist nicht imstande gewesen, Allahs Gesandten sallallahu alaihi wasallam eine Entschuldigung vorzutragen, wie sich die anderen Zurückgebliebenen bei ihm entschuldigt haben. Was ist dein Problem? Du kannst doch reden, du kannst dich auch entschuldigen, mach es doch einfach, wie die anderen gemacht haben. Genauso wie heute wird es uns gesagt. Was? Warum betest du? Warum praktizierst du dein Bad, dein Jalebiya, dein Khimab, dein Niqab? Mach weg! Sei doch wie die anderen! Was ist los mit dir? Sei doch wie die anderen, sei doch locker! Ein bisschen Islam, ein bisschen Schickimicki, ein bisschen Tanzen, ein bisschen Shisha, ein bisschen Alkohol, ist kein Problem. Jeder macht das doch. Ja, du und der und ach, ihr paar Leute da. Ja, ach. So reden die Leute, um dich vom Islam wegzubringen. Muslime, Muslime, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. Sag ich, was ist los mit dir? Eltern, Tante, Onkel, immer das Gleiche. Man sitzt. Und wie geht's dir? Und wie läuft's? Diesen Bart willst du den nicht abmachen oder kürzer machen? Nein, Rasulullah ist aus dem Sünde des Propheten Rasulullah hat uns das für Pflicht erlegt und so. Und betest du immer noch in der Moschee immer und so, ja, ja. Willst du nicht mal ein bisschen weniger beten? Mach doch wie die anderen. Du bist doch noch jung. Wie, du willst heiraten? Ich habe gehört, du willst heiraten. Du bist doch noch jung. Du musst doch ein bisschen Erfahrung sammeln, bevor du heiratest. Ja, wie Erfahrung sammeln? Ja, ein bisschen Erfahrung sammeln, ein bisschen hier und da. Nimm doch eine Freundin. Wallahi, Eltern, Achi, Eltern, die ihrem Sohn sagen, nimm eine Freundin. Muslime. Sagen, nimm eine Freundin, bevor du heiratest. Du musst doch ein bisschen proben, ein bisschen... Die denken, es geht hier um Boxkampf, ja? Schattenboxen erstmal und dann in den Ring rein. Subhanallah adhim. Deswegen hör nicht auf die Leute, wenn es um Allah geht und den Propheten sallallahu alaihi wasallam geht. Mach ja nicht den Fehler, dass du mit, weil viele von uns machen das, weil wir schwach sind, weil wir Angst haben, weil wir Probleme haben, setzen uns mit den Leuten hin und dann heißt es, ja, ich wollte eigentlich jetzt heiraten und so. Echt? Wie, du wolltest? Und dann kommen die Shayatin. Wie, du willst heiraten? Weißt ja, ne, kostet Geld, ne, Heirat und so, ne? Ist teuer, Bruder. Du weißt, du musst Walima machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen, ja? Und dann machen die dir zu. Ja, was ist die Alternative dazu? Freundin haben. Bei Freundinnen sagen die nicht, ist teuer, ist das? Nein, ist kein Problem. Aber bei Walima, oh, ist teuer, Achi. Ah, Problem. Jeder Zweite lässt sich scheiden, Bruder. Was ist denn mit Heirat? Was ist denn damit? Ja? Und die machen dich runter. Deswegen rede nicht mit den Leuten, wenn es um die Religion geht. Wenn es um Fußball geht, wenn es um Kochen geht, wenn es meinetwegen um Arbeit geht, Studium, kein Problem. Aber wenn es um Religion geht, rede nicht mit jedem. Weil die Leute heutzutage kein Wissen, ja, keine Ahnung, kein Plan vom Islam und dann reden die. Dök, 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 dök. Genauso in Facebook, auch ein großes Problem, immer wieder. Die Schwester stellt eine Frage, eine normale, banale Frage. Du guckst 300 Kommentare. Ja, 300 Kommentare. Warum? Weil jeder möchte seinen Senf dazugeben. Hier auch sagen, warum machst du nicht wie die anderen? Sei doch wie die anderen. Sei doch wie die anderen. Warum bist du so extrem? Man betet fünfmal am Tag, hält sich von den Sünden fern. Extrem. Subhanallah al-Azim. Seit wann ist extrem, wenn man... Bei den Christen sagt man konservative Christen, oder? Bei den Juden sagt man strenggläubiger Jude. Oh, strenggläubig. Oh, konservativ. Oh. Bei Muslim? Nein. Bei Muslim Extremist, Fundamentalist, das. Subhanallah al-Azim. Natürlich gibt es Verrückte, die sich
Audubillah in die Luft sprengen und so weiter und die Gewalt verherrlichen und sich Muslime nennen. Die gibt es aber auch in den anderen Religionen. Die gibt es auch bei den Linken, die gibt es auch bei den Rechten, die gibt es überall. Aber wenn ein Muslim sagt, ich möchte 5-mal am Tag beten, vernünftig sein, keine Gewalt praktizieren, den Leuten nichts antun, ich möchte einfach nur meinen Herrn anbeten, dann sagt man extrem, subhanallah. Deswegen dieses, sei wie die anderen, sei mit Allah, subhanahu wa ta'ala. Dann sagt er weiter, dass er, also er, sie kamen zu ihm, sie haben ihm gesagt, ja, mach doch wie die anderen, sprich doch mit dem Propheten, entschuldige dich. Und sie sagten weiter, des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, Bittgebet hätte genügt, um dir deine Sünde zu vergeben. Sie hörten nicht auf, mich zu tadeln, bis ich vorhatte, zu Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, zurückzukehren, um meine Aussage zu widerrufen, das heißt, um zu lügen. Ich fragte sie dann aber, gibt es noch jemanden, den dasselbe Schicksal getroffen hat wie mich? Also gibt es jemanden, der auch die Wahrheit gesagt hat, der die Sünde praktiziert hat, also die Sünde begangen hat und die Wahrheit gesagt hat, so wie ich? Sie erwiderten, ja, es sind noch zwei Männer, die dieselbe Aussage machten wie die deine. Und ihnen wurde dasselbe gesagt wie dir. Ich fragte, wer sind diese beiden? Die Leute nannten mir Murara ibn Rabi' und Hilal ibn Umayyah, also zwei gewaltige Sahaba, von den ersten Sahaba. Mit denen sie mir also zwei rechtschaffene Männer nannten, die an der Schlacht von Badr teilgenommen hatten und die als vollbildlich galten. So blieb ich meiner Meinung, als mir diese beiden genannt wurden. Also als er gehört hat, zwei Männer, die bei Badr gewesen sind, bei der Schlacht von Badr, Vorbilder, hat er gesagt, nein, ich bleibe bei meiner Wahrhaftigkeit. Allahs Gesandte sallallahu alaihi wasallam hatte allen Muslimen verboten, mit uns dreien zu sprechen. Und all denjenigen, die daheim geblieben waren. Verbot. Keiner darf mit ihnen reden. Warum? Um sie zu erziehen. Um sie zu ermahnen. Nicht um sie zu boykottieren, vollkommen, damit sie dann in die Shisha-Bar wieder reingehen oder in die Disco. Ja? Wie das manche machen, sagen, ich habe keinen Kontakt mehr mit dem. Warum? Ja, der raucht, der kifft uns. Ja, warum denn? Ja, Bruder, Allah sagt doch, wahjurhum hajran jamila. Und entferne dich von ihm, boykottiere sie, trenne dich von ihnen auf eine schöne Art und Weise. Ja, er sagt ja, wahjurhum ich hajran jamila. Auf eine schöne Art und Weise. Also so, dass dieserjenige anfängt nachzudenken. Wie, der meldet sich nicht mehr bei mir. Schreibt mir nicht mehr im WhatsApp. Was ist da los? Und dann überlegt er. Bruder, was ist los mit dir? Du meldest dich gar nicht mehr. Und dann kannst du ihm das sagen. Bruder, ich bin ehrlich zu dir. Ich melde mich nicht mehr, weil du in Kreisen verkehrst, wo ich nicht verkehren will. Du machst Großsünden, du machst dies und jenes. Möge Allahs Vater dich recht leiten und mich auch, aber es geht, das klappt nicht. Wie? Ist das haram? Ja, natürlich ist das haram. Und dann klärst du ihn auf. Machst du Dauer mit ihm, sagst ihm, Bruder, lass uns doch, wir können miteinander befreundet sein, ist gar kein Problem. Du bist mein Bruder. Aber lass uns doch was anderes machen, anstatt zur Disco, zur Shisha. Lass uns doch was anderes unternehmen, was erlaubt ist. Muss ich die ganze Zeit nur in der Moschee rumsitzen, ja? Sondern man kann, alhamdulillah, rausgehen, spazieren und so weiter, wie man das halt sonst macht, kein Problem. Deswegen, dass man auch die Leute dazu aufruft. Die Leute mieden uns und änderten ihre Beziehung zu uns. Also der Prophet hat sie nicht mehr angesprochen. Die Sahaba auch nicht. Das heißt, sie wurden boykottiert, isoliert. Die Leute mieden uns und änderten ihre Beziehung zu uns, bis es mir so schien, als ob mich die ganze Erde verleugnet hätte. Es war nicht mehr dieselbe Erde, die ich gekannt hatte. In dieser Lage verblieben wir 50 Nächte. Allahu Akbar. 50 Nächte. Was meine Gefährten betrifft, so zogen sie sich still in ihren Wohnungen zurück und weinten. Was aber mich anging, so war ich der Jüngste und der Standhafteste der drei. Und so pflegte ich hinauszugehen und mit den Muslimen zu beten und auf den Märkten herzugehen, ohne dass jemand mit mir sprach. Also er hat trotzdem versucht zu beten mit den Leuten, auf den Markt zu gehen. Keiner hat mit ihm geredet. Er hat es versucht, keiner hat mit ihm geredet. Ich begab mich auch zu Allahs Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wenn er nach dem Gebet sitzen blieb und grüßte ihn.
Dann fragte ich mich, ob er seine Lippen mit der Erwiderung meines Grußes bewegt hatte oder nicht. Ja, er hat sogar daran gezweifelt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam überhaupt ihn den Salam zurückgegeben hat. Sallallahu alaihi wasallam. Weiterhin wählte ich einen Gebetsplatz in seiner Nähe. Er hat extra in der Nähe des Propheten sallallahu alaihi wasallam gebetet und blickte verstohlen zu ihm hin. Er hat dann geguckt, ja? Wenn ich mich dem Gebet widmete, wandte er den Blick mir zu. Wenn ich mich aber zu ihm drehte, wandte er sich von mir ab, sallallahu alaihi wasallam. Als dann diese ablehnende Haltung der Leute mir gegenüber länger anhielt, ging ich umher, bis ich über die Mauer des Obstgartens von Abu Qatada kletterte, der mein Vetter väterlicherseits gewesen ist. Also er war sein Cousin väterlicherseits. Und der mir liebste Mensch, der liebste Mensch für ihn, nach dem Propheten sallallahu alaihi wasallam natürlich. Was hat er zu ihm gesagt? Ich grüßte ihn, doch bei Allah, er erwiderte meinen Gruß nicht. Er sagt, Salamu alaikum. Nix. Stell dir mal vor, der beste Bruder bei dir, den du am meisten liebst, du sagst ihm Salam alaikum, er sagt dir kein Alaikum Salam. Ich sagte zu ihm, Abu Qatada, ich beschwöre dich bei Allah, weißt du, dass ich Allah und seinen Gesandten liebe? Doch schwieg er. Ich wiederholte meine Frage und beschwor ihm abermals, doch schwieg er weiterhin. Warum? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihnen anbefohlen, nicht mit ihm zu reden. Als ich ihm meine Frage nochmals wiederholte und ich ihm beschwor, erwiderte er, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Allahu Rasuluhu A'lam. Weil er wollte ihm irgendwas sagen, weil er konnte nicht mehr, hat ihm gesagt, Allah und sein Gesandter wissen am besten. Da liefen mir die Tränen aus den Augen und ich wandte mich ab und kletterte wieder über die Mauer. Subhanallah. Also er hat die Realität vor Augen gesehen, dass jeder sich von ihm abgehalten hat, selbst derjenige, der ihm am liebsten war. Während ich einmal auf dem Markt umherging, war dort einer der Nabatäer aus Syrien, also ein Mann aus einer Stadt, ja, in Syrien, ein Christ, der von dort kam. Er kam nach Medina und hatte Getreide dabei, um es in Medina zu verkaufen, und fragte, wer kann mich zu Ka'b ibn Malik führen? Worauf die Leute anfingen, auf mich zu zeigen. Als er dann zu mir kam, händigte er mir einen Brief des Königs von Rassan. Ja, also ein König, der Christ gewesen ist. Er händigte ihm diesen Brief aus, den er lesen sollte. Aber er las dann den Brief. Und dort stand zur Sache, also Amma Bad, ich habe erfahren, dass dein Gefährte, also Rasulullah, dich ablehnend behandelt. Allah hat dir nicht unbedingt bestimmt, an einem Ort zu leben, wo du dich verachtet fühlst und deine Rechte verloren gehen. So komm zu uns, denn wir sind imstande, dich zu trösten. Er sagt zu ihm, komm. Verlasse Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Verlasse den Islam. Komm zu uns. Wir haben hier Geld, wir haben hier alles, was du wünschst. Verlasse den Islam. Was willst du mit diesen Leuten? Komm zu uns, kein Problem. Schaut mal, ihr müsst euch vorstellen, er hat eine Sünde begangen. Es war ihm schwer, alle haben ihn abgelehnt. Und dann kommt so ein Angebot. Komm zu uns, kein Problem. Wir geben dir Geld, wir geben dir Macht, wir geben dir... Ich sagte mir, als ich diesen Brief las, dies ist noch eine weitere Prüfung. Wallahi, wenn du die Tauba voll praktizieren willst, du wirst von Allah subhanahu wa ta'ala geprüft. Du wirst geprüft. Und auf einmal rufen sie an, die alten Freunde. Hey, wo bist du? Warum kommst du nicht? Und hier und da. Und auf einmal ruft der alte Produzent an und der alte DJ an und der Clubbesitzer und der Türsteher und der und die alte Freundin und. Ja, wo bist du? Was machst du? Komm, wir vermissen dich. Wir haben hier und wir haben das und komm und Eintritt ist frei und ich weiß nicht, was es alles gibt. Komm zurück. Du wirst geprüft. Das ist einfach nicht so, ich mach Tauba, Astaghfirullah, Allahu Akbar. Du wirst geprüft von Allah subhanahu wa ta'ala, ob du wahrhaftig bist. Oder ob das nur ein Lippenbekenntnis gewesen ist oder eine Phase oder so ein Hype. Und dann geht's wieder ab, zurück in die Disco. Ich begab mich mit dem Brief, wohin? Zum Ofen und verbrannte ihn darin. Weg damit.
Deswegen, wenn du die Taube machst, schließe alle Türen, die dich wieder zurück zu deinem alten Leben führen. Genau das hat er gemacht. Malik radiallahu anhu, er hat die Türen geschlossen. Nicht wie wir. Wir haben noch so diese, ja, wie ein Jahiliyyah. Sag, ja, ich halte die mir noch warm. Ja, sagen die. Ich halte das noch warm. Was hältst du warm, subhanallah? Mache alle Türen zu. Ja, mache alle Türen zu. Wie die Marokkaner sagen, die sagen, wenn du eine Tür hast, wo kalte Luft reinkommt, mach diese Tür zu. Genauso bei der Taube. Alle Wege, die zurückführen, mache sie zu. Ansonsten wirst du wieder zurückgehen. Hier, Zigaretten rauchen, bestes Beispiel. Wieso halten viele Leute es nicht aus? Warum? Weil sie immer wieder diese Türen auflassen. Freunde, irgendeine bestimmte Gegend, irgendein bestimmter Park, irgendeine bestimmte Sache und man hält noch daran. Wenn du daran hältst, du wirst wieder zurückgehen. Deswegen schließe die Wege dazu. Als dann 40 von den 50 Nächten vergangen waren, kam ein Bote des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu mir und sagte, Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam befiehlt dir, dich von deiner Frau zu trennen. Allahu Akbar, es kommt noch heftiger. Ich fragte, soll ich mich von ihr scheiden oder was soll ich tun? Der Bote erwiderte, nein, halte dich von ihr fern und nähe dich ihr nicht. Meine beiden Leidensgefährten, also die beiden anderen Sahaba, wurde derselbe Befehl zugestellt. Ich wies meine Frau an, begib dich zu deiner Familie und bleibe so lange dort, bis Allah eine Entscheidung in dieser Sache fällt. Al-Muhim, es ging so, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diese Sachen eingeführt, damit er sie, ja, prüft und damit er sie erzieht, sallallahu alaihi wasallam. Da, meine lieben Geschwister im Islam, danach, also gingen die 50 Nächte vorbei, also waren die, als die 50. Nacht war, ging er zum Fajr-Gebet, radiallahu anhu, am Morgen der 50. Nacht, auf dem Dach eines unserer Häuser. Also er hat das Fajr-Gebet auf einem der Häuser in Medina verrichtet. Und als er in diesem Zustand gewesen ist, ja, war es so, wie der Koran erwähnt hat, dazu kommen wir gleich, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, dass seine Seele so beklommen gewesen ist, ja, er sagt, dass meine Seele beklommen war und mir die Erde trotz ihrer Weite zu eng geworden war, hörte ich die Stimme eines Rufers. Als auf einmal alles eng wurde, ja, und seine Seele beklommen gewesen ist und die Erde trotz ihrer Weite eng geworden ist, kam eine Stimme. Und diese Stimme hat gerufen, Ka'b ibn Malik, es gibt eine freudige Nachricht für dich. Da warf ich mich nieder und wusste, dass für mich eine Erlösung gekommen war. Das heißt, er hat Sujud al-Shukr gemacht. Er hat sich niedergeworfen als Dank für Allah subhanahu wa ta'ala. Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam hatte die Nachricht, dass Allah unsere Reue angenommen hatte, zur Zeit des Fajr-Gebet bekannt gegeben, woraufhin die Leute hinausgingen, um uns zu beglückwünschen. Allahu Akbar. Als derjenige zu mir kam, dessen Stimme ich mit der freudigen Botschaft gehört hatte, zog ich für ihn meine beiden Kleider aus und bekleidete ihn damit für seine gute Nachricht. Bei Allah, sagt er, ich hatte an jenem Tag keine anderen Kleidungsstücke als diese beiden. Das heißt, er hat ihm das komplett gegeben, hatte nur noch die Hose an. Dann lieh ich mir zwei Kleidungsstücke, zog sie an und machte mich eilends auf zum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unterwegs kamen mir die Leute scharenweise entgegen und beglückwünschten mich für die Annahme meiner Reue, indem sie sagten, wir gratulieren dir, dass Allah deine Reue angenommen hat. Als ich die Moschee betrat, saß dort Rasulullah sallallahu alaihi wasallam und um ihn herum die Leute. Da stand Talha ibn Ubaidillah auf und eilte zu mir, schüttelte mir die Hand und gratulierte mir. Bei Allah, es stand kein anderer unter den Männern der Muhajirun auf, um mich zu begrüßen außer ihm, und ich werde Talha dies niemals vergessen. Als ich Allahs Gesandte sallallahu alaihi wasallam grüßte, sagte er mit freudestrahlendem Gesicht, freu dich über etwas Gutes, das du niemals erlebt hast, seit deine Mutter dich zur Welt brachte. Deswegen die Tauber. Die Reue ist die zweite Geburt. Die erste Geburt ist die Geburt der Natur.
Die Geburt, die biologische Geburt. Das heißt, dass man geboren wird von der Mutter. Die zweite Geburt ist die Geburt des Herzens. Die Geburt der Reue. Deswegen derjenige, der noch nicht bereut hat, er soll es jetzt tun. Jetzt bereuen bei Allah für alle Sünden, die er getan hat. Vor allen Dingen die Großsünden. Und damit wirst du ein neuer Mensch. Ich fragte ihn, kommt die Annahme meiner Reue von dir, o Gesandter Allahs, oder von Allah? Er erwiderte, nein, sie kommt doch von Allah, dem Allmächtigen und Erhabenen. Das Gesicht des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, des Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam, strahlte gewöhnlich, wenn er sich über etwas freute, wie das Stück eines Mondes. Und dies war von uns, von ihm bekannt. Als ich vor ihm saß, sagte ich zu ihm, o Allahs Gesandter, wegen der Annahme meiner Reue will ich mein ganzes Vermögen aufgeben und Allah und seinen Gesandten spenden. Der Prophet sagte zu ihm, behalte etwas von deinem Vermögen zurück, denn dies ist besser für dich. Ich erwiderte, so behalte ich nur meinen Vermögensanteil in Khaybar, o Allahs Gesandter, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte zu ihm, hat mich nur gerettet, weil ich dir die Wahrheit gesagt habe und zu meiner Reue gehört vermutlich auch, dass ich mein Leben lang nichts anderes sagen werde als die Wahrheit. Er sagte, aufgrund der Wahrheit, die ich gesagt habe, hat Allah mir vergeben. Und ich werde dadurch, wegen dieser Geschichte, wegen diesem Ereignis, werde ich niemals die Lüge, irgendwas, also Lüge, lügen, sondern ich werde immer wieder die Wahrheit sagen. Und dann, wie gesagt, der Vers, wo Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, also erwähnt es, Allah hat die Reue des Propheten, der Auswanderer und der Helfer angenommen, die ihm in der Stunde der Bedrängnis folgten, nachdem die Herzen einer Gruppe von ihnen beinahe abgeschweift wären. Hierauf hat er ihre Reue angenommen. Gewiss, er ist zu ihnen gnädig und barmherzig und die Reue der Dreien, das heißt Ka'b bin Malik und die anderen zwei, die zurückgelassen wurden, bis die Erde ihnen eng wurde bei all ihrer Weite und ihre Seelen ihnen eng wurden und sie wussten, dass es vor Allah keine andere Zuflucht gibt als zu ihm. Hierauf wandte er sich ihnen verzeihend zu, damit sie bereuen. Das heißt, Allah hat ihnen vergeben. Gewiss, Allah ist der Reue annehmende und Barmherzige. O ihr, die ihr glaubt, fürchtet Allah und seid mit dem Wahrhaftigen. Und wie gesagt, die Reue, Allah subhanahu wa ta'ala nimmt die Reue immer wieder an. Der Prophet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er sagte, dass Allah subhanahu wa ta'ala jede Nacht seine Hand streckt, damit derjenige um Vergebung bittet, der im Tage gesündigt hat. Und er streckt seine Hand jeden Tag aus, damit derjenige um Vergebung bittet, der in der Nacht gesündigt hat. Jeden Tag, also jeden Tag zweimal, am Tage und in der Nacht, streckt Allah subhanahu wa ta'ala seine Hand aus, damit die Menschen bereuen. Deswegen, die Reue ist, wie ich eben gesagt habe, die zweite Geburt. Die Geburt deines Herzens, die Geburt deines Lebens, dass du von neu anfängst. Genauso wie diejenigen, die konvertieren. Diejenigen, die konvertieren, das ist eine, was ist das? Eine Taube ist das im Endeffekt. Er konvertiert zum Islam, das ist eine Taube, eine Reue. Deswegen möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bereuen lassen und unsere Reue annehmen. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte auch, jeder Mensch macht Sünden. Kullu bani Adam khatta. Jeder Mensch, und er sagt khatta. Er sagt nicht khati, khatta. Das ist, nennt man im Arabischen Siratul Mubalagha. Das heißt, er sagt nicht, er ist jemand, der Mensch ist jemand, der Fehler begeht, sondern der Mensch ist jemand, der immer wieder Fehler begeht. Khatta. Das heißt, er macht immer wieder Fehler. Und dann sagt er, wa khayrul khatta'ina at-tawwabun. Die besten derjenigen, die Fehler machen, sind diejenigen, die bereuen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Reuenden machen und unsere Reuen annehmen. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, hadha wallahu a'lam. Kurz, inshallah, damit wir auch lernen aus diesem Hadith. Es gibt einige Dinge, die Gelehrten erwähnt haben. Nochmal als Wiederholung, damit man das vielleicht aufschreibt oder merkt. Aus dieser Geschichte. Die Gelehrten haben gesagt, es ist zulässig, einen Schwur zu leisten, ohne dazu aufgefordert zu werden. Man kann schwören, ja, das ist erlaubt. Auch wenn man nicht dazu aufgefordert ist, kann man schwören. Wallahi, das war so.
aber das soll nicht zur Regel werden. Es ist zulässig, seine wahre Absicht zu verbergen, wenn die Notwendigkeit dies erfordert, und man soll bedauern über das Empfinden, was einem an Guten entgangen ist, und es sich wünschen. Wenn etwas vergangen ist, was gut gewesen ist, dann soll man dafür auch, man soll das bedauern. Man soll auf jeden Fall sich schlecht fühlen dafür. Subhanallah, guck mal, die haben das und das gemacht und ich war nicht dabei. Das gehört zum Iman. Dann sagen die Gelehrten weiter, man solle üble Nachrede zurückweisen und Leute meiden, die verwerfliche Neuerungen einführen oder vertreten. Ja, man soll üble Nachrede vermeiden, und wenn es Leute gibt, die eine Erneuerung machen, die sündigen, die ganze Zeit sündigen, dann soll man sich von ihnen entfernen. Es ist für jemanden, der von einer Reise zurückkehrt, erwünscht, also eine Sunna, Mustahab, zuerst die Moschee zu betreten und 2 Raka'at zu beten. Das ist auch wieder eine Regel, die wir von dieser Geschichte entnehmen. Und man sagt weiter, die Gelehrten sagen weiter, man soll sein Urteil nach dem fällen, was offensichtlich ist. Und Entschuldigungen annehmen, so wie der Prophet es getan hat. Ja, und das Innere ist bei Allah subhanahu wa ta'ala, er weiß darüber Bescheid. Und sie sagen weiter, Aufrichtigkeit ist vorzüglich. Die Aufrichtigkeit ist immer wieder zu loben. Und dann sagen sie weiter, man soll dem Gehorsam gegenüber Allahs Gesandten den Vorrang vor der Zuneigung zu den Verwandten geben. Wie wir eben gehört haben, sie haben gesagt, mach dies und geh dich entschuldigen und lüg doch einfach, kein Problem. Aber man soll den Gehorsam, den Islam immer an erste Stelle stellen. Und sie sagen weiter, es ist erwünscht, bei einem erneuten Eintreten einer Wohltat und dem Weichen von Betrübnis frohe Botschaft zu verkünden. Wenn jemand etwas Schlechtes getan hat, ja, sich schlecht fühlt, dann soll man ihm frohe Botschaft geben. Das ist eine Sache, die gut ist. Und es heißt weiter, der Eid wird durch die Absicht genauer bestimmt. Wenn man einen Eid schließt, ja, durch die Absicht wird dieser Eid nochmal bestimmt. Und wenn man sagt, ja, ich möchte das damit beabsichtigen mit diesem Eid oder das, und die Gelehrten haben auch gesagt, es ist erwünscht, einem Ankommenden die Hand zu geben und vor ihm aufzustehen, ja, wie es zum Beispiel auch der Fall bei Rasulullah gewesen ist, ja, einmal kam Fatima bei ihm rein und dann ist er aufgestanden, um sie zu grüßen, und genauso umgekehrt. Einmal kam der Prophet bei Fatima rein und sie ist aufgestanden und hat ihn gegrüßt. Aber nicht zu verwechseln mit dem Aufstehen für eine Person. Wir sitzen hier und dann kommt eine Person rein und dann stehen wir alle auf und dann setzen wir uns hin. Das ist verboten. Aber die Gelehrten sagen, wenn man aufsteht, um jemanden zu grüßen, dann ist das erlaubt. Wie hier zum Beispiel bei den Sahaba und beim Prophet selber auch. Und es ist erwünscht, zum Dank eine Niederwerfung zu vollziehen. Du hast ein Kind bekommen, du hast einen Job bekommen, du hast eine gute Sache bekommen, dann ist es auch erwünscht, dass man eine Niederwerfung vollzieht. Also nur eine Niederwerfung. Man geht runter, wirft sich nieder und preist Allah und lobt ihn und dankt ihm. Das ist auch aus dieser Geschichte zu entnehmen. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum.